Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Da ist er, Sidon. Und sein Schwur. Yay. Jetzt sind wir schon zu dritt. So, wir sind jetzt hier wieder oben im Dungeon. Aber auch nur, weil es heißt, hier irgendwo im Süden soll eine Glyphe sein. Nur wo ist die Glyph, ist die Frage. Okay. Moment. Das ist der... Achso, das ist der Wasserstrom. Okay. Das ist eine halt. Doch, das ist der Süden. Das ist der Süden, das ist der Süden. Stopp. Ist ja eben gerade auf der Karte. Nee, halt, das sieht ja alles hier gerade anders aus. Ah, verdammt. Ah, es kommt hinten, dass das hier der Süden ist. Okay. Also irgendwo hier soll eine Glyphe sein. Ah, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Okay, dann fliegen wir jetzt erstmal darüber. Ich hoffe, ihr seht's auch. Sie ist jetzt an der Spitze meines Gleiters. In der Nähe der Kugel. Mal gucken. Kann ich dahin eine Markierung setzen? Das sieht aus wie, wie die Shika-Tafel. Wir landen erstmal hier auf dem hier. Auf diesen Felsbrocken. Wunder mich, das ist doch nicht der Süden, oder? Das ist nicht der Süden. Das ist ja gar nicht der Süden. Das hier wäre der Süden, aber... Ich sehe in der Richtung auch nichts. Da sind die Soras. Ha. Egal. Das ist eine Steintafel. Oder beziehungsweise das ist... Das ist das, wo ich hin will. Punkt. Ist ein ganz schön weiter Flug, möchte ich nur mal ganz kurz anmerken, ne? Ich muss ein bisschen weiter runter gehen. Die ganze Strecke werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Aber wir haben eine gewisse Richtung, in die wir müssen. Dahin müssen wir lang. Ich sollte jetzt erstmal eh die ganzen nächsten Punkte, die ich markiert habe, erstmal ablaufen. Ich hoffe mal, hier passiert mir nichts auf dem Weg. Da ist nur ein Wolf.
Was haben wir denn hier? Ja, hundertprozentig ist hier wieder ein Krog drunter, hä? Dem. Ach, ihr Krogs seid doch so berechenbar. Und die nächste Sequenz. Schön. Das finde ich, das ist wirklich die beste Belohnung, oder? So eine Sequenz zu sehen. Finde ich persönlich für mich. Ab in die Vergangenheit. Ich habe es mir einmal angesehen. Und ja, das Gerät stammt eindeutig nicht aus unserer Zeit. Dennoch, es könnte möglich sein, die Teleportationsfunktion auch hier zu aktivieren. Dürfte ich es noch ein wenig behalten und mir genauer ansehen? Ja, natürlich. Das wäre nett von euch, Minero. Danke, mein Kind. Also glaubt ihr mir nun endlich alles? Dass ich aus der Zukunft stamme? Daran bestand für mich nie ein Zweifel. Aber sag, Schwester, kennst du eine Möglichkeit, wie Zelda zurückkehren könnte in ihre Zeit? Es lag sicher an deinem Mysterienstein, dass du durch die Zeit reisen konntest. Steine wie dieser haben die Eigenschaft, die Mächte jener, die sie tragen, zu verstärken. Mit meinem etwa kann ich meinen Geist auf Wanderschaft schicken. Rauru hingegen vermag mit seiner Lichtkraft das Finstere zu bannen. Und Sonja gebietet gar über die Zeit selbst. In dir, Zelda, spüre ich beides. Die Macht des Lichts und die Macht der Zeit. Der Stein scheint sich in erster Linie auf die Macht der Zeit auszuwirken. Die Macht der Zeit. Jedoch vermag er, deine Macht lediglich zu verstärken. Deine Fähigkeiten verstehen und kontrollieren, das musst du selbst. Das heißt, der Stein kann dir keinen Weg aufzeigen, den du nicht schon kennst. Alte Überlieferungen berichten von einem verbotenen Zauber, der sogenannten Drachenwandlung. Wer einen Mysterienstein schluckt, wird ein unsterblicher Drache, auf ewig befreit von den Fesseln der Zeit. Interessant. Das wäre für wahr ein Weg, um durch die Zeit zu reisen. Und du vermutest darin einen Ansatzpunkt zum Finden einer Lösung? Ja. Doch leider geht die Legende noch weiter. Wer einmal zum Drachen geworden ist, dessen Seele kehrt nie wieder zurück. Aus diesem Grund gilt der Zauber als verboten. Zwar ist es die einzig bekannte Methode, mit der man die Zeit überwinden könnte. Doch wozu sollte so eine Unsterblichkeit dienen, wenn man nicht man selbst ist? Verzeih mir. Ich wünschte, ich könnte dir helfen. So kommen wir nicht weiter. Doch Moment. Des Rätsels Lösung liegt vielleicht in dir selbst verborgen. Du musst nur jede Facette deiner Macht ergründen. Sonja wird dir sicher gern dabei behilflich sein. Gut. Ich stelle jetzt mal eine ganz wilde Theorie auf. Eine ganz, ganz wilde Theorie. Hier fliegt die ganze Zeit ein Drache rum. Ist das vielleicht Zelda?
Gut. Hier fliegt jetzt gerade keiner rum. Wo auch immer er gerade ist. Wahrscheinlich außer Sichtweite. Oh, und das scheint mir doch definitiv was mit Crocs zu tun haben. Hat definitiv was mit einem Croc zu tun. Ach, und ich kann den Wegpunkt noch wieder löschen. Na, hundertprozentig. Also, es kommt der Baum. Der Baum und kein Croc. Ja gut, der Baum und kein Croc. Ja. Oh nein, es kommt schon wieder ein Blutmond. Aber egal. Die Markierung kann ich löschen. Achso. Von da aus dahin fliegen. Ja, macht Sinn. Und wieder geht es zum Wassertempel. Um weiter in den Norden zu erkunden. Ich will halt noch so ein paar Sachen entdecken, wo ich sagen kann, hey, geil. Ich habe wieder was gefunden. Ich glaube, storytechnisch ist das hier länger als Breath of the Wild, aber kürzer. So, jetzt muss ich mal gucken. Ah, da ist der nächste Turm. Okay. Wartet mal. Die Aerodynamik ein bisschen anpassen. Den schnappen wir uns. Alter, guck dir mal das Miasma da an, ey. Oh, das sind... Oh, hier sind Schreine. Oh! Was sind das da unten für Felder? Moment, den erkenne ich doch. Zu dem will ich hin. Nein, nicht gerade, wenn das ist. Wenn des Blutmonds Licht die ganze Welt. Na komm. Was für ein Ärger. Ah, wir haben uns doch schon mal an einem anderen Kartografierturm getroffen, oder? Ich habe mich richtig beeilt, um herzukommen, aber du bist auch wirklich schnell. Bist du wegen des Kartografierturms hier? Tut mir leid, hier herrscht gerade ein ziemliches Durcheinander. Durcheinander? Das fliegende Monster da hat die Vorrichtung des Kartografierturms. Gute Güte, krallt sich dieses Ungeheuer einfach ein Bauteil des Turms. Oh Mann, so kann ich jedenfalls den Kartografierturm nicht reparieren. Eine Spottkröte, die war schnell. Die war gespottet. So.
Nein. Du hast es geschafft. Du hast die Vorrichtung aus dem Kartografierturm zurückgebracht. Ich mache mich sofort in die Reparatur des Kartografierturms. Achso, ich dachte, ich müsste es selber platzieren. Da klopfen, hier festziehen. Ich hab's jetzt extra fest dran gedübelt. Jetzt kriegt's nicht mal ein Monster mehr ab. Ohne dich hätte ich den Turm nicht reparieren können. Du hast meinen aufrichtigen Dank. Und ab geht's wieder in die Lüfte. Ready, steady, go, fire. Na, von hier oben könnte ich ihn aber nicht sehen, den Ballon. Schade. Inneres Akala, Meer von Akala. Die Himmelskarte wurde auch aktualisiert. So, rechts von mir. Nee, der ist mir doch zu groß. Komm, wir schnappen uns den Typen hier. Willkommen! Bei mir kannst du Mario Signa gegen Schätze eintauschen. Ach, du bist doch der nette Reisende von neulich. Vielen Dank nochmal, dass du mir das Mario Signum gegeben hast. Ach, wenn ich nur an dieses Gefühl denke, von dem ich da erfüllt war. Oh, mein Körper verlangt nach mehr. Mehr Mario Signa. Verzeihung. Ich war seitdem an vielen verschiedenen Orten und mein Signum-Ausbeute beträgt 0,0. Das war ein gewaltiger Dämpfer für meinen Traum von baldigen Satori werden. Aber ich bin sicher, das Schicksal hat uns aus gutem Grunde wieder zusammengeführt. Falls dir ein Mayui Signum in die Hände fällt, bring es auf jeden Fall zu mir, ja? Im Gegenzug werde ich dich mit einem Schätzchen angemessen entlohnen. Sieh dir zum Beispiel mal diesen Kostbarkeiten da oben an. All diese Geisterkleider kannst du haben, wenn du mir nur gegen... Ja, gut, her damit. Gut, dann bring mir alle, die du kriegen kannst. Auf meiner Suche bin ich überall in Hyrule unterwegs. Wenn du nachts meinen Stand siehst, sag mir Hallo. Okay, ach ja. Fast hätte ich etwas Wichtiges vergessen. Ich habe das Gefühl, wenn ich viele Signa auf einmal esse, ist die Chance höher, dass ich bald zum Satori werde. Deshalb bring mir doch bitte die benötigte Menge auf einen Schlag. Ich werde dich dafür entlohnen. Du wirst es nicht bereuen, glaub mir. Tauschen wir. Abgemacht. Ja, komm. Dann ess mal und mal gucken, wie es dir geht. Es fühlt sich an, als würde ich irgendwas aus den tiefsten Tiefen meines Körpers hervorsteigen. Aha, bring mir mehr. Okay, gut. Eine Moblin-Maske. Super, hätte ich jetzt hier ganz viele Masken. Ach ja, ich sollte dir noch eine kleine Eigentümlichkeit verraten. Seit ich das erste Signum verspeist habe, kann ich die Nähe von Marios spüren. Zumindest glaube ich das. Wenn du möchtest, kann ich dir sagen, wo da noch Marios zu finden sind. Wenn du mehr auch mehr Marios-Signer hast, kannst du sie gerne bei mir eintauschen. Hinox Fußnagel 3 gegen 2. Okay. Jetzt ein paar Fußnägelchen. Was gibt es jetzt? Okay. Geistergewand. Rubinpanzer.
Majos in der Gegend? Dann werde ich mal kurz alle meine Kräfte bündeln und meine imaginären Fühler nach Majos ausstrecken. Ah, südwestlich von hier, bei den Ruinen der Akala-Festung, versteckt sich irgendwo ein Majo. Dort kannst du dich ja mal umsehen. Wow. Bei den Ruinen. Das wäre hier. Aber die Ruinen müssten doch hier eigentlich sein, oder? Askaltsee. Ebene von Südakala. Dann meint er wahrscheinlich das. Dann sliden wir hier mal runter, komm. Ist schneller, als wenn ich jetzt runterlaufe. So. Zack, und der nächste Schrein. So soll's sein. Puh. Wir hatten noch gar keinen richtigen Kampfschrein und da bin ich bisher ganz froh drüber. Kampftechniken, Überfall. So viel dazu, wir hatten noch keinen richtigen Kampfschrein, ne? Ha, ha, ha. Oh Mann. Dieser Schrein läutert ein Übel aus vergessenen Tagen. Du, der du ihn besuchst, folge unseren Anweisungen. Begib dich unbemerkt in den Rücken des Gegners und führe sodann auch einen Überraschungsangriff aus. Allein dieser Angriff führt hier zum Erfolg. Bereite dich gut darauf vor. Komm, dreh dich weg. Ich sehe nicht, wohin du guckst. Jetzt guckt er zu mir. Jetzt guckt er rüber. Ah, verkackt. Ich hatte zu spät Y gedrückt. Meine Güte. Ja, ich hab's verstanden. Mann. Ich war jetzt irgendwie dabei, A zu drücken. Ja. Ich und meine Ungeduld. So. Yes. Ausgezeichnet. Begib dich unbemerkt in den Rücken des patrouillierenden Gegners und führe sodann einen Überraschungsangriff aus. Natürlich muss es nochmal gesteigert werden.
Wo gehst du lang? Ja, von vorne. Ich hab's doch verstanden. Mann. Ich dachte eigentlich, das funktioniert. Und irgendwann dreht er sich doch jetzt weg. Zu früh gedrückt. Ja, ist klar. Sehe ich genauso. So, ich warte jetzt diesmal hier. Mal schauen, was hier passieren wird. Wie soll ich denn das machen? Könnte mir das jemand erklären? Ich muss mich doch ranschleichen, oder nicht? Oder muss ich einfach nur von hinten angreifen? Vielleicht geht er auch oben lang. Vielleicht ist auch das effektiver. Nein, ich muss schleichen. Definitiv muss ich schleichen. Der guckt jetzt da und guckt da. Ja, ich kann dann zwar laufen, aber... Links, rechts, ah! Ich muss wahrscheinlich genau mittig laufen, damit es funktioniert. Weil er sich so weit dreht. Anders kann das gar nicht funktionieren. Wieso steht er denn jetzt da? Das passt mir jetzt gar nicht.
Mann! Genau, jetzt hinter ihm gehen. How? Dann kommen wir jetzt wieder hierher. Wenn es hier nicht so weit drehen würde, wäre das ja vollkommen in Ordnung. Das gibt's doch. Wie konnte der mich. Okay, ich springe jetzt von hinten und spurte mal los. Okay. Eine 10 von 10 war das. Eine 10 von 10. Also, auf der Dummheitsskala. Hat gut funktioniert. Richtig gut. Wieso funktioniert das nicht? Ich brauche irgendwas zum Werfen, zum Ablenken. Ja, ich bin so ein Genie. Ablenken hat auch nicht funktioniert. Nein, es muss direkt hinter ihm sein. Also, er hat wirklich so einen extremen Winkel, was ja auch in Ordnung ist, was ja auch realistisch ist, aber man sieht es halt nicht. Ich sollte vielleicht mal ein bisschen was essen in der Zwischenzeit. Ja, damit gehe ich schon mal zufrieden. Sind alle meine Pfeile weg? Oh Mann. Wartet mal, vielleicht bringen ja Elektroteile was. Komm, jetzt geh rüber. Wenn das hier nicht wäre, dass man einfach gleich lossprinten könnte, gleich das nächste machen könnte. Aber nein! Ah, jedenfalls sind meine Sachen noch da. Das heißt, irgendwo sind auch noch meine Pfeile. Ja.
Natürlich hat er mich gesehen. Natürlich, ja. Warte mal, habe ich nicht so einen Schleichentrank oder sowas? Tempo. Alles wird schneller. Laufen, klettern, schwimmen. Das bringt mich alles nicht weiter. Was? Wie konnte... Der hat einen Blickwinkel, das glaubt man gar nicht. Oh, ist der ätzend. Mit viel Glück kann ich da hoch. Nope, funktioniert auch nicht. Ist jetzt zum Glück nicht als Game Over. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. So, jetzt müsste er sich gleich wegdrehen. Jetzt erstmal nach links gehen. Das meine ich. Guckt euch mal an, was der für einen Radius hat. Ich war auf einer komplett anderen Seite und der hat mich gesehen in seinem Rücken. Von seinem Kopf. Der hat doch hinten Augen oder so. Danke. Okay, ich bin zu schnell nach vorne gegangen. Selbst in der Hocke. Es geht sogar noch leiser. Wow. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Kampfschreine besser fand oder nicht. Möchte ich jetzt noch nicht hundertprozentig beurteilen. Möchte jedenfalls meine Pfeile wieder haben. Danke. Hammer. Ah, Schleichmedizin. Danke. Die hätte ich davor gebrauchen können. Okay, Leute. Dann hole ich mir das hier ab. Und wir sehen uns dann draußen wieder. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Trohot rein. Tschö, tschö.